Wir haben dann auch gestern gleich eine Erfahrung gemacht, ohne die man wahrscheinlich nicht durch Indien kommt. Ich habe mir den Magen verdorben einmal und habe dann irgendwie einen Tag nicht so viel gegessen und oder nichts gegessen und alles wieder verloren und dann Medikamente genommen, aber das hat noch nicht sofort gewirkt. Als wir dann gestern losgefahren sind, war so nach 10, 15 Kilometern. War dann Schluss, habe ich gemerkt. Ich habe einfach gar keine Energie mehr, gar keine Kraft mehr. Und wir haben gesagt, okay, wir trampen jetzt zum nächsten Hotel, wo wir dann unterkommen wollten. Und sind dann auch direkt mitgenommen worden von einem LKW, der hat Sand transportiert. Da passten unsere Fahrräder hinten noch drauf und wir waren mit den Taschen vorne mit dem Fahrerhäuschen. Und dann sind wir da 5 Minuten mitgefahren. Und nach 5 Minuten ist es gibt hier so Zollstationen, Mautstationen an der Bundesstraße und da ist der LKW reingefahren, mit dem wir mitgefahren sind und das ist erstmal so ein Scanner und da stand dann, der wurde gescannt, der LKW, blacklisted, also ist auf der schwarzen Liste. So, dann schon, okay, was ist jetzt los? Dann fing der an, mit einem Typ von dieser Mautstation zu diskutieren und nach, keine Ahnung, 3 Minuten Diskussion oder so, sind die richtig handgreiflich geworden. Also wir haben auch ein Video davon, wie der aus seinem LKW raus auf den Typ von der Mautstation schlägt und der Typ von der Mautstation schlägt irgendwie zurück. Wir waren so, okay, wo sind wir hier reingeraten? Wir waren halt wirklich 5 Minuten in diesem LKW und konnten mit dem Fahrer auch kein Wort wechseln, weil eben wegen der Sprachbarriere. Ja, das war sehr skurril. Und dann noch 5 Minuten später haben uns Leute von dieser Mautstation entdeckt, dass wir auch in diesem LKW sitzen. Und es war so sehr skurril für die. Die mussten erstmal richtig lachen, dass wir da sitzen und mit diesem LKW-Fahrer unterwegs sind. Und es war eine sehr skurrile Situation. Auf jeden Fall hat es, glaube ich, so ein bisschen die Spannung rausgenommen, dass wir dann auch saßen und fröhlich zurückgewunken haben. Sodass der LKW-Fahrer erstmal da rausfahren konnte und dann erstmal am Rand parken konnte und dann das im Nachhinein alles klären. Ging dann irgendwie ein paar Minuten später auch weiter, aber in dieser Zeit, wo wir da standen mit dem LKW neben dieser Mautstation geparkt, irgendwie so ziemlich im Weg und halbwegs halb auf der Straße, kamen auch noch andere Leute und waren dann so, hey, Digga, du kannst hier nicht parken, du musst mal ein Stück wegfahren. Caro saß gerade am Fenster und die haben dann halt Caro gesehen und war so, fahr mal weg. Und Caro war so, nee, ich kann jetzt, ist nicht mein LKW, so, wir sind hier auch irgendwie nur zufällig drin jetzt. War schon eine sehr skurrile Situation. Aber der Fahrer kam dann zurück und war alles gut irgendwie und wir sind dann weitergefahren. Also tatsächlich, wir sind die ganze Zeit 40 km/h gefahren ungefähr, wenn überhaupt. Und es hat ultra gewackelt. Also der LKW hatte definitiv irgendwelche Probleme an seinem Getriebe oder was auch immer. Ja, aber so scheint es hier zu sein. Man kommt wirklich auch nicht schnell voran, wenn man Auto fährt oder LKW in dem Fall. Von daher sind wir da mit unseren Fahrrädern gar nicht so weit weg von der Geschwindigkeit. Das ist ja auch gut zu wissen, aber muss hart für die sein, wenn die irgendwo eine längere Strecke fahren. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch so super viele Hotels am Wegesrand. Oder irgendwelche Hotels, die dann da, ja, wo Leute dann in den Bewertungen schreiben, ja, das ist jetzt ein gutes Hotel auf dem Weg von Agra nach Jaipur zum Beispiel. Das scheint echt ein Ding zu sein, dass man Hotels braucht, um irgendwo anzukommen. Genau, weil man irgendwie 2 Tage fahren muss, weil der Verkehr so derart langsam ist. Naja, wie auch immer, wir sind dann noch irgendwie angekommen und haben dann nichts mehr gemacht. Und jetzt heute geht es mir wieder besser.